Ja, liebe Freunde, wir sind fast schon am Ende des ersten Tages von Tertornetz angekommen, aber halt eben nur fast. Das große Finale kommt jetzt. Angeschlagen ist es hier links, Berlins digitale Theatervision. Die Frage, die wir uns stellen, ist, kann das Digitale im Theater Fuß fassen? Und zwar nicht ausschließlich auf den Baustellen der Vermittlung und des Marketings, die wir unter anderem heute in den Workshops diskutiert haben, sondern auch in der künstlerischen Produktion. Welche kulturpolitischen Impulse sind notwendig, damit Hardware und Software auch inhaltlicher Bestandteil von Theater werden? Öffentlich bekannt war die Absicht von Tim Renner, die Digitalisierung der Berliner Kulturlandschaft nach vorne zu treiben, als eins seiner wichtigen Themen in der laufenden Amtszeit. Ein Thema war unter anderem die Livestream-Debatte. Das ging so im vergangenen November, Dezember los, gab auch eine kleine Veranstaltung hier im Haus dazu. Und was wir von dem Call for Ideas der Kulturverwaltung erwarten können und was wir selber gebeten sind, dazu beizutragen und noch mehr zu den digitalen Plänen für die Zukunft bis hin zur Idee der digitalen Bühne, erfahren wir sicher jetzt vom Kulturstaatssekretär des Landes Berlin. Eine Vorstellung ist nach den letzten Wochen sicher nicht nötig, deshalb erspare ich sie mir jetzt. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sie sind herzlich willkommen, Tim Renner. The floor is yours, Senator. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, nach den letzten Wochen heute wieder über ein Thema reden zu dürfen, welches die Gemüter erhitzen wird und welches dazu ganz schnell fälschlicherweise, genauso wie in den letzten Wochen, zu einer Radikalisierung an gewissen Fronten führt. Um es mal von vornherein da ein bisschen die Luft rauszunehmen. Ich glaube nicht an entweder oder. Ich glaube, der größte Fehler beim Denken über digitale Transformation besteht darin, dass sie entweder völlig überflüssig ist, weil es geht ja wirklich nur um das gute Alte, was man bewahren will, oder genauso falsch, dass sie ein so radikaler Umschwung ist, dass das Alte verschwinden muss und sich ihm unterordnen muss. Aus meiner Sicht beides falsch. Es geht darum, genau den Weg in der Mitte zu finden, wie kann ich dass die alte tradierte Form, egal ob wir da über Tonträger, Bücher, Theater, Filme reden und eben halt neue Möglichkeiten, die auch ganz häufig übrigens was mit neuen Erzählwegen und auch mit Partizipation zu tun haben, zusammenbringen und beides zusammen nach vorne bringen, unter auf jeden Fall auch Erhaltung der ursprünglichen Form, die immer relevant bleiben wird. Obwohl das Rieptische Gesetz von 1913 ist, ist es in der Hinsicht wahrscheinlich immer noch richtig. Wir haben hier dazu schon eine Diskussion geführt. Am 12.12. letzten Jahres war es das, unter dem Thema Livestream, Fluch oder Segen. Zum Glück stellt sich die Frage, glaube ich, in der Form uns heute nicht mehr. Da sind wir, glaube ich, schon einen kleinen Schritt weiter. Weil damals war, um es mal kurz zusammenzufassen, ich hoffe, das hast du nicht gemacht, Christian, dann wird es ein bisschen redundant jetzt für Sie da unten. Damals haben wir an sich im Kern drei Erkenntnisse gehabt. Erstmal pauschal zu sagen, alles lohnt sich zu streamen, ist Quatsch. Es gibt Inhalte, die sind absolut streaming-tauglich und da macht es Sinn, da bringt es auch beide Seiten potenziell weiter. Und es gibt aber auch welche, wo man sich wirklich sagt, so, nee, muss nicht zwingend sein, müssen wir uns nicht drauf konzentrieren. Eine zweite Erkenntnis war eigentlich, geht nicht, gibt's nicht. Ganz häufig wird erstmal vorgeschoben, nö, geht ja schon alleine aus juristischen Gründen nicht. Das ist, Sie haben hier heute ja auch einen Juristen zu Gast gehabt, der einiges aufgeklärt hat. Ich habe es leider nicht anhören können. Ich hoffe, ich widerspreche ihm jetzt nicht. Aber zu sagen pauschal, aus juristischen Gründen geht nicht, ist in der Regel falsch. Es gibt schwierige Fälle, aber es gibt fast nichts, was ich nicht im Vorfeld absprechen, abklären kann. Und natürlich, je älter der Stoff, desto einfacher, klaro, aber eben halt gemeinhin ist alles klärbar. Auch technisch ist so gut wie alles machbar und wird es zunehmend einfacher, wirklich in eine Umsetzung reinzukommen.
die Erkenntnis 3 ist, dass an sich das Theater relativ entspannt auf das Phänomen schauen kann. Denn wenn wir uns die Historie des Theaters angucken, war gerade das Theater immer wieder extrem bedroht. Film, TV, Video, es waren immer wieder Schritte, die eigentlich eben halt das Darstellende auf eine Ebene gehoben haben, die potenziell weg von der Bühne ist, die potenziell zu einer dezentralen Nutzung führt und die zwar das Theater zumindest in den 30er bis 60er Jahren ins Wanken gebracht haben, die in der Regel aber dazu geführt haben, dass es dem Theater gelungen ist, die Mittel bei sich selbst einzubauen. Angefangen bei einem Piscator, der angefangen hat, eben halt Leinwände auch zu projizieren und somit die Brücke zum Film zu bauen, bis hin eben halt dazu, dass Video als Bestandteil einer Theateraufführung heutzutage nun wirklich nicht mehr mutig, sondern mitten im Theater Mainstream ist. Und er sagt Geschichte, die man, Verschränkungen, die man als völlig normal kennengelernt hat, wo man sich manchmal sogar schon freut, wenn kein Video- und TV-Einsatz während eines Theaterstücks stattfindet. Interessanter wird die Sache eigentlich, wenn wir uns über neue ästhetische Möglichkeiten unterhalten, also wenn wir eigentlich den nächsten Schritt weitergehen. Wenn wir uns fragen, wozu wird, wie kann es zum Beispiel funktionieren, dass eine Begeisterung für Theater, eine Begeisterung für den Live-Event, für das Dabeisein, für die Unmittelbarkeit erzeugt werden kann, wie sie aus meiner Sicht durch das TV nie vermittelt werden konnte. Also ich weiß nicht, ob Sie, ich weiß nicht, ob Wolfgang Bergmann heute hier ist vom früheren ZDF-Theaterkanal, nee, ich sehe ihn nicht, aber ich weiß nicht, ob außer Wolfgang jemand begeistert da stundenlang vorgesessen hat. Es ist, Wolfgang, wenn du mich jetzt gerade im Livestream siehst, sorry, aber es war nie für mich 100% optimal und ich glaube, da kann im Zweifel eine digitale Vermittlung schon mehr leisten. Da gibt es eben halt andere Möglichkeiten heutzutage der Immersion, wie sie eben halt im Digitalen stattfinden kann. Sie haben morgen die Möglichkeit, hier in der Mittagspause den Michael Ronan zu treffen, der gerade arbeitet mit seiner Firma Viorama zusammen mit der Komischen Oper und zusammen mit dem Maxim Gorki an einem relativ simplen Prinzip. Das ist sicher noch nicht eine finale Lösung für irgendetwas, aber ein ganz einfaches Prinzip, wo Sie Ihr Smartphone nehmen, eine Brille haben, das draufsetzen und somit eben halt die Blickkontrolle haben, genauso als wenn Sie irgendwo im Theater sitzen würden, also wo Sie genau diesen Charme haben, selbst zu bestimmen, was sehe ich und wo konzentriere ich mich gerade drauf, wie steuere ich meine eigene Erzähllinie, während ich dabei bin. Spannend ist natürlich auch an dem ganzen Thema Streaming oder Vermittlung über solche Elemente, dass man wirklich barrierefrei wird, dass eben halt ein Teilhabe an einer kulturellen Gesellschaft nicht mehr damit zu tun hat, dass ich am richtigen Platz wohne. Wobei, das fand ich einen sehr interessanten Blog-Eintrag, den ich dazu gelesen habe. Ich glaube, er war sogar auf Nachtkritik untergeordnet. Da lustigerweise die These aufkam, ja, das stimmt, das ist spannend, aber was bedeutet das für das Stadttheater Detmold, wenn ich ständig sehen kann, was an den, Entschuldigung, Detmold, viel interessanteren Bühnen in Berlin stattfindet. Ich bin da aber auch nicht so ängstlich, weil ich glaube, eben halt das Stadttheater Detmold, in dem ich zugegebenermaßen noch nie war, hat dennoch dann etwas, was es mir vermitteln kann von unmittelbarer Theaterpräsenz, die das, wie wir mit, auch mit Streaming nie hinbekommen können. Dennoch, glaube ich, kann es dann den Detmolder, der zu Hause erlebt, was für ein relevanter Diskurs am Theater geführt werden kann und der sich als Teil dessen führt, vielleicht sogar noch mehr in das Stadttheater reintreiben und noch eher da reintreiben. Vielleicht kann es auch helfen, das Stadttheater Detmold tut mir mittlerweile echt leid hier, wirklich weiterzuentwickeln, als es vielleicht alleine jemals hätte
kommen können. Und eben halt, es ermöglicht eben halt auch Menschen, die einfach sie bettlägerig sind, weil sie immobil sind, sie nicht auszuschließen, sie dabei zu haben. Spannend finde ich auch, wie unsere Kollegen vom Auswärtigen Amt auf unsere Überlegungen reagiert haben. Da haben wir zum Glück vor allen Dingen eben halt mit dem Referatsleiter Andreas Görgen ein sehr innovatives Denken drauf. Und die waren sofort relativ elektrisiert, als sie merkten, wir haben diesen Call for Ideas, auf den ich gleich nochmal kommen werde. Das sagt man, wie können wir da teilhaben? Weil für die ist die Vorstellung extrem spannend, zu sagen, wie kriege ich es transportiert, deutsche Theaterkultur parallel, was in Maxim Gorki stattfindet, nach Istanbul. Wie kriege ich es hin, dass ich dort eventuell sogar ein Zusammenkommen von Menschen habe, die kollektiv live erleben, was gerade in Berlin passiert, und wie kann ich das auch umdrehen? Wie kann ich eben halt das Digitale hier als Transmissionsriemen nutzen, um Kulturen, mit denen wir uns beschäftigen im Ausland, wieder reinzubekommen nach Deutschland? Wir haben mit Ihnen schon erste Projekte vereinbart, wie man da weiterkommen kann. Spannend ist sicher auch für einen bestimmten Bereich und vor allen Dingen dort, da gebe ich zu, wo man ausnahmsweise mal eine globale Marke geschaffen hat. Stichwort ist natürlich die Berliner Philharmonie in diesem Fall, die Philharmoniker, die mit ihrer digitalen Concert Hall dieses Jahr wahrscheinlich sogar schon Gewinn machen werden und eben halt plötzlich in der Lage sind, eine digitale Auswertung sogar als weiteres Finanzierungsmittel für sich zu nutzen und weiter zu nutzen, um ihre eigene Relevanz global voranzutreiben. Spannend aber auch, dass die als Derivat davon praktisch eben halt mittlerweile über 400 Schultickets verteilt haben. Also eben halt Tickets, wo Schulklassen eben halt auch digital teilhaben können, egal wo sie sitzen in der Welt, an jeder Aufführung, die die machen und wo eben halt in einigen Schulen, das haben die sehr gut dokumentiert, wirklich die Menschen, die Schüler zusammenkommen regelmäßig und immer mehr eben halt affin werden für diese Kultur, weil sie einfach die Chance haben, in ihrer Aula, in ihrem Klassenzimmer wirklich Teil davon zu werden, was hier in Berlin an der Philharmonie stattfindet. Das sind Ansätze, die wir unterstützen wollen. Dabei wurde hier so ein bisschen auch mit dem Titel schon gefragt nach der Vision fürs digitale Theater. Ich habe neulich mit der FAS ein Interview gehabt über die generelle Kulturvision, wo ich in der saudoofen Situation als Interviewter war, dass ich das Gefühl hatte, mein Interviewer hatte recht mit seiner kritischen Frage. Denn immer wieder kam Claudius Seidel damit und sagte, sag mal, Tim, ist das überhaupt Aufgabe der Kultur, die Vision zu haben? Es ist, glaube ich, eben halt danach, ich glaube, die Aufgabe ist, ein Bild zu sehen, ein Ziel zu sehen. Die Vision muss teilweise eben halt wirklich von euren, von ihren Häusern ausgehen. Unsere Aufgabe besteht darin, zu ermöglichen, dass sie auch zu ihren Visionen kommen können. Ich glaube nicht, dass eben halt, wenn ich es wirklich reflektiere, die Aufgabe der Politik ist, klar zu sagen, das ist die Vision, da geht's lang, sondern unsere Aufgabe ist, nee, das ist das Ziel in einem kulturpolitischen Sinne, das ist das Ziel in einem sozialpolitischen Sinne, das ist das Ziel in einem gesellschaftspolitischen Sinne, und hier sind die Ermöglichungsmittel, die wir euch, ihnen zur Verfügung stellen wollen, damit sie da ankommen. Und insofern werde ich hier keine wirkliche Vision ausrollen können. Ich kann dir nur sagen, was die Schritte sind, wie wir das unterstützen wollen. Ein Schritt, den haben wir gerade schon eingeleitet. Wir haben eine Sache gemacht, die, Sie haben sicher in letzter Zeit schon gemerkt, unsere Verwaltung ist durchaus mutig. Wir haben einen Call for Ideas ausgeschrieben für digitale Lösungen im Theaterbereich, ohne überhaupt das Budget dafür zu haben. Das müssen wir uns erst erkämpfen im Rahmen der Haushaltsverhandlungen. Aber ich habe als Bestandteil eines Konzerns mal zwei Sachen gelernt. Einerseits die normative Kraft des Faktischen und zum anderen, dass ich lieber mich entschuldige, als um Erlaubnis zu fragen. In dem Sinne haben wir versucht, den Prozess jetzt schon mal voranzutreiben und ganz klar zu sagen, bitte geben Sie Ihre Ideen uns rein. Die Perspektiven
von Marketing, von Besucherforschung bis hin zu Vermittlungsmethoden, aber natürlich im Kern und am wichtigsten von neuen künstlerischen Ausdrucksformen uns geben können. Und da gibt es natürlich so einen Ansatz, man sagt irgendwie, klar, was wäre denn super zu haben, ohne genau definieren zu können, was das ist. Sowas wie eine digitale Bühne Berlins, die jeden Abend wieder von anderen Häusern oder auch von anderen Kompanien, es müssen ja gar keine Häuser sein, bespielt, begriffen wird und ein spannendes Eigenleben führt. Aber wie das genau aussieht, was da genau stattfindet, das müssen Sie als Dramaturgen, als Macher, als Regisseure besser wissen, bitteschön, als ich. Ich kann nur eben halt den Weg zu der einen Sache hinzeichnen. Oder wo es schon relativ konkret wird und wo ich mich auch sehr gefreut habe, das ist Bestandteil der Volksbühnenkonzeption von Chris Derk und seinem Team wurde. Wir haben hier Marietta sitzen, Marietta Pickenbrook, die es mitentwickelt hat. Und das ist Terminal Plus, dass man ganz einfach sagt, wie kann ich die Studiobühne nutzen, um daraus eine Plattform zu machen, wo Sachen entstehen für den digitalen Raum. Denn dass da ein neues Eigenleben entsteht, das wissen wir alle. Ich meine, die meisten von Ihnen, sehe ich, sind dann doch jünger als ich und haben noch nicht das Erlebnis, was ich zu Hause habe. Wenn ich zu Hause beim Mittag, beim Frühstück oder beim Mittagessen die Kommunikation mit meiner ab übermorgen Teenage-Tochter aufnehmen will, dann rede ich in der Regel mit der Rückseite eines Smartphones. Und da findet eine ganz klare Verbindung zwischen Mensch und Maschine statt, die sehr massiv geworden ist. Und die aber auch schon von den Betreibern der Plattformen, in denen die Kleine hängt, sehr gesteuert wird. Also hier in Berlin hat YouTube gestern einen Creator Space eröffnet. Also einen Platz, wo eben halt, aber halt von einem amerikanischen Großkonzern mit einem klaren Gewinnstreben, ein solches Terminal Plus eigentlich gebaut wurde in Tempelhof. Und wo schon gezielt damit umgegangen wird. Und wo Leute in dem, wie sie Inhalte gestalten, plötzlich abhängig werden von Werbealgorithmen. Weil die eben halt, die brauchen die Gewichtung, um die nötige Werbung zu bekommen, um damit überhaupt sich refinanzieren zu können in ihrem Tun. Und ist das nicht Aufgabe eines Staats, dort andere Möglichkeiten zu schaffen? Ist nicht Aufgabe eines Staats zu ermöglichen, dass auch dort, wo eben halt Kultur, wenn in dem Sinne, ich vermute, meine Tochter sich da nicht allzu tiefschürfende Inhalte anguckt, aber dennoch ist es natürlich ein erster Schritt in die Kultur hinein, dass wir eben halt Brücken bauen, die sich jenseits eines primären Verwertungsinteresses, jenseits von irgendwelchen Werbealgorithmen, damit ich überhaupt irgendwas rückfinanzieren kann, tragen können und dass wir diese technischen Mittel und dieses Erlernen, Erleben hintragen. Ich glaube, da könnte so etwas wie Terminal Plus für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Weg sein. Ansonsten geht es natürlich auch, es kam mir drin vor, in diesen Call for Ideas, um ganz simple Fragen der Vermittlung. Wir haben bis heute in Berlin, so simpel es klingt, so schwierig ist es, kein System, wo Sie auf Ihr Handy gucken könnten und nicht nur sehen, was ist denn heute auf den Bühnen Berlins los, sondern sich auch sofort das Ticket kaufen können. Weil unsere Berliner Bühnen haben die unterschiedlichsten Ticketing-Systeme. Alleine da eine Lösung zu haben, so banal das auch klingt, wäre, glaube ich, hilfreich im gesamten Sinne von Vermittlung, von Kultur, von Spontanität mit Kultur. Ja, um dann am Anfang, nachdem ich ihn unfreiwillig ein bisschen gedisst habe, Wolfgang Bergmann von die mittlerweile Arte, das ist der Geschäftsführer von Arte, absolut positiv ins Spiel zu bringen, der wird am Donnerstag bereits eine Plattform eröffnen, die genau damit experimentiert. Die heißt Opera Europe und wird versuchen, von Artes Seite aus einfach eine im Rahmen, verschränkt glaube ich mit Arte Live Web,
eine Bühne aufzubauen, wo die unterschiedlichsten europäischen Opernbühnen mit kooperieren und eben halt ihre eigene Inszenierungsform reingeben. Aus Berlin ist die Komische Oper dabei. Ich bin absolut gespannt darauf, denn ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir diesem Medium erstmal angstfrei begegnen, uns es zu eigen machen und es nicht alleine irgendwelchen amerikanischen Konzernen überlassen. Und dass wir es nutzen und damit spielerisch umgehen, um Schwellen und Barrieren abzubauen, aber auch um neue Erzählformen, Vermittlungsmethoden für das eigentliche eigene kreative Tun zu finden. Und genau das wollen wir in Berlin ermöglichen und genau dafür kämpfen wir für Mittel, nicht weil wir glauben, dass morgen keiner mehr ins Theater geht, sondern jeder zu Hause vor seinem Laptop oder eben halt unterwegs mit seinem Smart Device anguckt. Im Gegenteil, wir glauben, Räume wie Theater in der Stadt, wo sich die Stadtgesellschaft treffen kann, wo sie miteinander verhandeln können, werden, je mehr Informationen und Leben sich ins Digitale abwandert, umso wichtiger werden. Aber die Aufgabe besteht, beides miteinander zu verschränken. Die Aufgabe besteht im Brückenbauen. Und das tut hoffentlich die Diskussion gleich auch. Dankeschön. Genau, werden wir einen ganz kleinen Umbau vornehmen. Tim Renner, der mit einem Bandscheibenvorfall heute trotzdem hier erschienen ist, auch dafür nochmal vielen Dank, hat schon Platz genommen. Ich darf unsere drei Gäste quasi schon kurz vorstellen. Das wird weggenommen und dann darf ich euch auf die Plätze bitten. Es ist einmal Franziska Werner, die Leiterin der Sophienseele. Franziska, du darfst schon vorgehen, genau. Christian Holzhauser, Vorsitzender der Dramaturgischen Gesellschaft. Jetzt habe ich wieder Holzhauser gesagt, nein, Holzhauer, Entschuldigung. Und Wolfgang Behrens, Kritiker bei nachtkritik.de. Genau, und da die Zeit knapp ist, starten wir direkt in die Runde rein, ohne langwierige Vorstellung. Liebe Franziska, ich erspare mir den 2 Meter Lebenslauf vorzulesen. Lieber Wolfgang, okay, erwischt. Lieber Wolfgang, okay, du hast dich auch befasst mit dem Call for Ideas. Mir scheint, dass ein Punkt ist dieses Call for Ideas, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass eine Plattform bestehen müsste, in der sich Wissenschaft, Forschung, Künstler, Entrepreneure und so weiter austauschen können. Ja. Wie kann so eine Art von Begegnung und kontinuierlicher Begegnung überhaupt aussehen? Und was ist deine Meinung zu dem Call for Idea als solchem? Also zu dem Call for Ideas, das hatte Tim Renner ja schon gesagt, das ist ja im Grunde ein Aufruf, der sehr viele verschiedene Dinge, die eigentlich, wie ich finde, erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, miteinander vereint. Das eine sind Vermittlungs- und Marketing-Sachen, wo ich immer das Gefühl habe, ja, das kann man sicherlich machen und das ist interessant. Allerdings denke ich, ist das eigentlich erstmal in der Verantwortung der Marketingabteilung der entsprechenden Theater, diese Dinge voranzubringen. Und ich sehe da jetzt nicht die unbedingte Notwendigkeit für ein zusätzliches Förderinstrument. Die Mittel sind ja zuhanden und sind ja da, die man verwenden kann fürs Marketing. Und die Frage, die jetzt mit den Livestreams und dieser Vermittlung zusammenhängt, da bin ich immer insofern etwas kritisch, als dass ich das für so eine gewisse Konstruktion oder Fiktion halte, dass die Zugangsschwelle zum Theater so hoch sei und dann durch dieses Mittel herabgesetzt werden kann. Ich glaube, dass das Theater sich ab und zu mal besinnen muss und ich glaube, es besinnt sich auch ganz oft, was die eigentliche Qualität ist, nämlich die physische Präsenz, die Anwesenheit und dass man im
Theaterraum zusammenkommt. Und dieses Erlebnis ist in der Regel das, was zündet. Und ich denke, da muss man tatsächlich auch mit analogen Mitteln ansetzen, ohne die digitalen Mittel dissen zu wollen, die für Informationsfluss und etc. eine große Rolle spielen können. Aber ich denke, mit einer Schule, mit einer Schulklasse ins Theater zu gehen, kann da das wesentlich effektivere Mittel sein, als einen Livestream zur Verfügung zu stellen, den im Zweifelsfall doch nur die Branche sich anguckt und nicht unbedingt diese Initialzündung gibt. Die andere Geschichte beim Call for Ideas finde ich wesentlich interessanter, nämlich da, wo es um, obwohl ich es noch nicht ganz weiß, wie sich das inhaltlich füllen wird, aber das ist ja das Spannende, zu sehen, was da kommen könnte, wenn es um die Erweiterung der ästhetischen Ausdrucksformen für Künstler geht. Weil ich denke, dass ja das Theater selbst ein Interesse daran hat, Aufträge an die digitale Welt sozusagen zu erteilen. Und ich denke, dass die, dass so eine bestimmte Bandbreite im Theater vorhanden ist und die ist vielleicht altersmäßig im Spektrum noch größer als die, die vor den Rechnern sitzt. Also sprich, es gibt auch ein paar ältere Menschen im Theater, in den Theatern sitzend, die mit Reflexen reagieren, das hat im Theater nichts zu suchen, aber es kommt eine junge Generation, die ganz selbstverständlich schon heute digitale Mittel im Theater einsetzt. Bei Franziska sind da ja einige Gruppen tätig, die das auch umsetzen. Und die Fragen, die von den Künstlern sozusagen an die digitale Welt gestellt werden, das sind, finde ich, die spannenden. Und da erhoffe ich mir natürlich schon, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen und zu neuen Kooperationen zu kommen. Vielen Dank, Wolfgang. Franziska, weil du gleich angesprochen wurdest, wollte ich das kurz vertiefen. Einmal, was ist das jetzt so neu? Was macht ihr eigentlich schon bei euch jedenfalls? Und du brauchst ja auch die Szene ein bisschen. Kürzlich sah ich auch Tim Render in der Vorstellung Algorithmen von Turbo Pascal, aber da ist ja auch viel anderes los bei euch. Und die zweite Frage, die ich gleich hinten dran stellen würde, in diesen Call for Ideas, was würdest du denn da anmelden? Also ich, am Anfang habe ich so einmal drüber gelesen bei diesem Call for Ideas und dachte, ach naja, schön, dann können wir jetzt unsere ganzen Projekte, die sich immer mit diesem Austausch digitale Welt, analoge Welt, wo wir wirklich einiges am Start haben, dann packen wir die jetzt halt da rein, gibt es halt noch ein neues Geld, noch einen neuen Projekttopf, wo man nochmal anfragen kann. Jetzt sagst du, es gibt noch gar kein Geld in diesem Projekttopf, das macht mich ja schon wieder ein bisschen traurig, so muss ich mal sagen. Und ja, also erstmal dachte ich, es ist jetzt ja alles nichts Neues, die Marketing-Ebene, das ist nochmal ein anderes Feld in diesem künstlerisch-ästhetischen Bereich. Ist viel passiert in den letzten Jahren und passiert auch viel. Und in meinen Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern geht es natürlich dann immer um Kosten und um wie kommt man an die richtigen Akteure aus diesen digitalen Feldern. Weil es gibt dann halt eine Idee, wie Sachen umgesetzt werden könnten, um eben genau auch wieder Formate anders zu definieren, um eben sowohl im analogen Raum als auch im digitalen Raum sich sowohl als Performer als auch mit einer Zuschauerschaft aufzuhalten. Also das ist ja immer diese Vermischung in diese Räume, das ist eigentlich immer das, wo einige Künstler spannende Ideen dazu haben. Und dann geht es natürlich immer darum, okay, dann kostet der Experte für die Programmierung das und das Geld, da ist ja schon unser halbes Budget aufgebraucht. Dann bräuchten wir die und die technischen Geräte dazu, das kostet dann nochmal so und so viel. Also es ist schon was oft dann genau an dem Punkt stoppt und was ich dann immer schade finde, weil dann geht es eigentlich gerade erst los. Und deswegen, also das begrüße ich erstmal, wenn da mehr investiert werden soll. Vielleicht so erstmal soweit, oder? Ja, vielen Dank. Christian, als Vorsitzender der Dramaturgischen Gesellschaft sprichst du ja nicht nur für dich selbst, sondern auch für viele Dramaturgen und Dramaturgen, auch und vor allem der Stadttheater. Wenn man jetzt so aus deiner Sicht und ich sag mal aus der letzten Tagung, war das ja unter anderem, glaube ich, auch ein bisschen Thema. Wie ist denn der Bedarf in der Fläche? Wenn man jetzt mal so, sagt man in Berlin ja so schön, es gibt Berlin, der Rest ist Fläche. Aber was ist... Wenn du da mal so den Blick schweifen lässt, ja, gäbe es denn
nach einem solchen kulturpolitischen Instrument tatsächlich aus deiner Sicht breit gefasst in Bedarf? Und wenn ja, wie würde der aussehen, insbesondere aus Stadttheater-Sicht? Auf komplizierte, lange Fragen gibt es auch keine unkomplizierten, kurzen Antworten. Die Frage, ob es den Bedarf gibt, naja, in dem Moment, wo so ein, solch ein Förderinstrument installiert wird, erzeugt es den Bedarf, ganz automatisch. Es gibt immer Bedarf nach neuen Förderinstrumenten. Insofern unterscheidet sich die Wahrnehmung, glaube ich, nicht so sehr von der von Franziska. Ich würde ganz gerne mal mit einem Missverständnis aufräumen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass die dramaturgische Gesellschaft mehrheitlich Dramaturgen vertritt oder repräsentiert, die im Stadttheater arbeiten. Ich würde sagen, das hält sich mindestens die Waage. Und man muss auch dazu sagen, dass ich unter den Mitgliedern der dramaturgischen Gesellschaft schon eher zu den älteren Semestern gehöre mittlerweile. Das heißt, wir haben es mit einer Generation von Dramaturgen, die auch bei uns im Verband organisiert sind, zu tun, die natürlich völlig selbstverständlich mit den Segnungen und auch dem Unheil, das durch die digitalen Medien über uns hereingebrochen ist oder hereinzubrechen droht, aufgewachsen sind und umgehen. Ob es ganz so extrem ist wie bei der Tochter von Tim Renner, weiß ich nicht, aber die auf jeden Fall wesentlich auch internetaffiner sind als ich. Insofern ist auch ganz klar, weil es heute Morgen so anklang, dass die Stadttheater oder dass das Theater quasi den Beginn der digitalen Revolution verschlafen habe. Das glaube ich persönlich gar nicht. Also erstens glaube ich gar nicht, dass man heutzutage mit einem solchen Begriff wie das Theater operieren kann. Man müsste dann schon genauer sagen, welchen Bereich, auch welche Produktionsform von Theater man meint. Und ich erinnere mich an eine Performance von Edith Kaldor. Oppress Escape hieß die, wo also eine junge Frau ganz einsam auf der Bühne mit ihrem Computer kommunizierte. Das war eine unglaublich theatrale Veranstaltung, wo sie nichts anderes tat, als in diesen Computer zu tippen. Und was sie da tippte, konnte man sehen. Und die ist von 2002. Also wahrscheinlich so alt wie ihre Tochter jetzt. Es sind viele Aspekte heute angesprochen worden. Ich finde einen ganz interessant, auf den auch Tim Renner in seinem Impulse-Statement hingewiesen hat. Das ist dieser Begriff des Performance-Spaces, der jetzt so langsam beginnt, sich durchzusetzen. Und ich finde diese Koinzidenz, dass wir heute hier sitzen und gestern oder vorgestern dieser YouTube-Space eröffnet wurde, tatsächlich paradox. Und ich finde, dass dann doch auch das vielgescholtene Stadttheater hier immerhin die Chance hätte, einen solchen Raum zu installieren, einfach um zu gucken, was passiert. Ich gebe zu, ich bin kein besonders großer Freund vom Livestreaming von Theateraufführungen. Dafür musste ich mir, glaube ich, in meinem Leben schon zu viele schlechte Mitschnitte von Theateraufführungen angucken. Es gibt ja aber durchaus ein Vorbild für dieses Terminal Plus, das hier in Berlin gegründet werden soll. Unter anderem die BMW, wie heißt es, BMW Livespace, wie heißt es, Tate Live, nee, BMW Tate Live Dings irgendwie. Und ich habe mir da mal eine Performance von 2014 angeguckt, von der ich das Glück hatte, sie dieses Jahr auch live zu sehen. Nämlich ein Stück von der Schweizer Tänzerin Alexandra Bachzetzis, From A to B via C. Und es ist interessant, weil ich fand, dass sie als Live-Performance nicht wirklich gut funktioniert hat. Als mittlerweile nicht mehr Stream, sondern Aufzeichnung natürlich, war es ästhetisch wesentlich eindrucksvoller. Das gebe ich zu, aber eben ein Film. Und interessant fand ich aber das Format, weil im Anschluss an die Performance im Prinzip ein Zuschauergespräch stattfand und da zwei Sachen deutlich wurden. Das erste, das hatte ich beim Gucken schon vermutet, ist, dass der Ton, den ich beim Gucken gehört habe, offensichtlich nicht derselbe Ton war, den die Tänzerinnen gehört haben oder die Performer gehört haben, als sie tanzten. Das spielt auf das an, was du sagtest, wo lässt sich denn vielleicht ästhetischer Gewinn draus schlagen, dass ich zwei Live-Medien habe. Gut, Theater ist kein Medium, Theater ist nur live, aber ein Medium, das auch live funktioniert, nämlich im Internet, dass ich im weitesten Sinne mit Darstellungsformen zu tun habe, aber dass in dem einen Fall eben die Performer und die Zuschauer sich im selben Raum befinden und im anderen Fall eben nicht. Ganz billig gesagt, kann man da mogeln. Das ist natürlich ein Verfahren, das ist aus dem Film bekannt, Dubbing, Synchronisierung. Ja, ich finde es aber tatsächlich, mich hat das interessiert. Ich fand es interessant und gedacht, an der Stelle würde ich gerne nachhaken und gucken, ob man das irgendwie weitertreiben kann. Das wäre also sozusagen ein genuin ästhetischer Punkt. Den anderen Punkt fand ich interessant, dass bei diesem Publikumsgespräch, das sich in dem Livestream anschloss, sofort Fragen gestellt wurden. Und das kenne ich aus meiner leidvollen Erfahrungen als Moderator von Publikumsgesprächen. Nicht so, weil da ist es oft sehr, sehr mühselig, die Leute dazu zu kriegen, sich zu äußern. Und offensichtlich bietet die Anonymität
der Übertragung, die Leute konnten sich per Facebook oder Twitter melden, senkt diese Schwelle, sich an einer Diskussion zu beteiligen, enorm. Und das fand ich einen zweiten sehr interessanten Aspekt, wo ich auch denke, da könnte es für uns interessant sein zu überlegen, wie können wir denn die, sagen wir auch die digitalen Medien über das reine Marketinginstrument hinaus tatsächlich als ein Forum für ein Feedback nutzen, das Zuschauern vielleicht erleichtert, sich zu äußern, die es normalerweise in einer Live-Situation, wo man ja doch immer ein bisschen angespannter ist, gar nicht tun würden. Vielen Dank, Christian. Und wenn ich es für eine Replik von Tim Renner kurz zusammenfasse, ein Bedarf scheint absolut zu sein, im Thema Forschung und Entwicklung einen Raum zu haben, in dem das auch stattfinden kann. Der virtuell ist, der aber gleichzeitig auch analog ist. Ja, und die Frage ist für mich, wenn ich es zusammenpacke, Marketing ist nicht im Vordergrund, ganz klar. Es geht ums Künstlerische. Digitale Bühne. Muss das nicht der Ort sein, in dem sich dann diese Forschungsstätte bündelt? Das heißt aber auch mit all den Playern, die sich im Call for Ideas finden, um dort gemeinsam an sowas zu forschen? Oder bleibt das ein exklusiver Ort? Nee, also eine digitale Bühne macht natürlich im Sinne überhaupt des digitalen grundlegenden positiven Grundgedanken. Also digital hat positive und negative Elemente. Ein positives Element besteht ja in der absoluten Teilhabemöglichkeit, in dem Grundwesen der Partizipation, die wir in der enormen Form vorher nicht gekannt haben. Insofern wäre auch jede Form von digitaler Bühne, die an sich ein Closed Shop ist, für einige wenige und sich nicht öffnet für das in einem kollaborativen Approach für diejenigen, die da Sachen probieren wollen, genau das Falsche. Dann wären wir ja als Staat mit dem, was wir versuchen zu ermöglichen, weniger weit sogar noch als YouTube, wo, glaube ich, irgendwie die Voraussetzung ist, dort zu experimentieren, Creator Space, dass ich 1000 Follower habe. Ne? Also wären wir ja irgendwie noch weiter hinten. Und kein Fernsehen fürs Netz. Nein, es kann kein Fernsehen fürs Netz sein, wo einige wenige kontrollieren, was kommt da rein, sondern es muss etwas sein, was eigentlich ein offener Raum ist, wo die, die dort Experimente machen, auch rein können, auch mit experimentieren können, um den gesamten Prozess für alle Häuser voranzubringen. Ich glaube auch generell eben, das ist ja eine der für mich entscheidenden Wandel, die auch mit Viralität, mit Communities, die sich im Netz bilden, einhergeht, dass wir also mehr und mehr verschwinden, so sehr es meinen Geschlechtsgenossen schwerfällt teilweise, aus dem Zeitalter der Konfrontation in ein Zeitalter der Kollaboration, wo eben halt wir wirklich anfangen, auch die Häuser, auch die kulturellen Häuser, die wir haben, eher zusammenzudenken, sich verschränkt zu denken, vernetzt zu denken zueinander. Ich glaube, das bringt uns weit mehr nach vorne als den Kampf, wer hat die dicksten Eier als Stadttheater. Ne? Da müssen wir Da müssen wir. Okay. Da müssen wir eher weiter ran. Und das Einzige, wo ich hier mit der Runde im Dissens bin, ist der Punkt von Wolfgang, wo immer Wolfgang Behrens sagt, Marketing, das soll mal jeder schön alleine für sich machen, glaube ich nicht. Es gibt so Marketingaufgaben eben halt, die kann nicht jeder Einzelne für sich lösen, sondern da brauche ich entweder einen, dem es mal ermöglicht wird, was auszuprobieren, was sonst sein Etat, seine Möglichkeiten völlig erschlagen würde. Und dann, wenn es funktioniert, können es alle nachmachen. Dann hat einer mal die Wand durchbrochen. Oder eben halt Geschichten wie dieses völlig banale Beispiel, was ich aber deshalb bewusst als banales Beispiel gebracht habe. Wie kriege ich es hin, unterschiedliche Ticketing-Systeme mit einer Brücke zu einem Ticketing-System zu machen, sodass ich jederzeit zugreifen kann? Das kann nicht ein Haus für sich lösen, weil jeder denkt in seinem eigenen Ticketing-System drin. Das ist dann ein Overlayer, der muss vom neutralen Dritten, sprich in dem Moment dem Staat, kommen. Aber ich bin natürlich komplett bei dir. Spannender wird die Diskussion am 15.07., wenn wir diesen Call for Ideas auswerten. Das tun ja nicht wir alleine. Das machen wir dann ja zusammen mit allen Berliner Häusern. Wir sitzen dann wer sitzt da mit dabei? Da sitzen alle Häuser, die teilnehmen wollen, aus Berlin dabei. Ob es also alle Institutionen werden eingeladen, und zwar sowohl aus dem musealen Bereich, aus dem theatralen Bereich, aus dem Bereich der Opern, aus dem Bereich der Literatur.
und diskutieren dann gemeinschaftlich, die haben einmal jetzt schon mal gemeinschaftlich diskutiert, wie sehen wir eine Zukunft und eben halt, wie muss so ein Call aussehen, der basiert schon auf einem Workshop und eben halt der nächste Workshop ist dann die Auswertung des Calls und eben halt parallel werden wir dann versuchen, bei den Haushältern die Mittel, die mit diesem Call zusammenhängen, durchzuboxen. Franziska, du wolltest da drauf einsteigen. Ich wollte noch mal weiter einsteigen. Und zwar, was ja dann von dieser digitalen Bühne, was finde ich für Berlin wirklich meine Vision wäre, wäre dann so ein Coworking Space Hub, wie man so schön neudeutsch sagt. Weil das ist das, was ich weiß, dass es ein Bedarf auch in der freien Szene ist, dass eigentlich immer nach Coworking Space gefragt wird und Künstler auch wirklich diese Räume suchen. Und der müsste dann halt so technisch interessant und gut ausgestattet sein. Und gleichzeitig müsste der eben genau auch für die anderen Branchen und für die Entwickler und für genau auch diese ganzen Leute mit dem technischen Know-how so interessant sein, dass nicht immer nur die Nerds in ihrem Hub unter sich sitzen und die Künstler sitzen dann, keine Ahnung, in Bethanien oder in den Uferstudios oder bei uns und überlegen, wie sie das machen können, sondern dass man wirklich das schafft, die zusammenzubringen, weil da würden, glaube ich, wirklich sich interessante Synergien ergeben und auch wirklich, glaube ich, ästhetisch, künstlerisch nochmal die Richtungen weiterlaufen. Also das würde mich sehr interessieren und ich glaube, einige andere auch. Es sind nur 2 Monate Zeit, Franziska. Wir freuen uns auf deinen Antrag. Wie machen wir das dann mit dem Urheberrecht? Dem Ideenurheberrecht? Ich würde die Frage gerne mal an Wolfgang kurz weiterspielen. Denn 2 Wochen. 2 Wochen. Du hast angefangen auch darüber zu sprechen, wenn Franziska jetzt das Coworking Hub nennt oder Tim Renner sagt, das soll ein offener Ort sein, wo viele Zugang haben. Nur die interessante Frage wäre, wer soll da Zugang haben, abgesehen von den Künstlerinnen und Künstlern, die da hinkommen sollen. Franziska, du meintest, es ist sehr schwer, die Akteure aus dem Netz zu finden, ja, die Entrepreneurs, die App-Entwickler, die IT-Leute. Wie kommt man so, wer muss noch in eine solche, wer muss aus deiner Sicht noch in so ein großes Hub hinein? Ich werde jetzt erstmal ganz brutal die Frage nicht beantworten. Sei brutal. Sondern erstmal sagen, dass ich, also nochmal zu dem Gedanken der Kooperation überhaupt, also ich finde schon, dass Kooperation natürlich was Wichtiges ist und Teamwork etc. etc. Aber ich würde auch nicht von vornherein diese Frage, wer hat die dicksten Eier am Stadttheater, ganz einfach so wegwischen wollen. Denn ich glaube, es kann eine Qualität sein, dicke Eier zu haben am Stadttheater, weil Kunst einfach manchmal mit solchen Kategorien operiert. Und die Kooperation, die sozusagen nur über die Vernetzung stattfindet, ist auch sehr schnell in der Gefahr, eine gewisse Einförmigkeit zu bekommen. Und die Absetzungsbewegung und bestimmte Dinge im Theater zu behaupten, auch wenn sie vielleicht total old-fashioned rüberkommen. Ich meine, das Berliner Ensemble ist ja voll. Die Leute gehen da ja hin, obwohl den meisten das total old-fashioned vorkommt, weil da etwas verteidigt wird. Das finde ich erstmal eigentlich ganz in Ordnung. Das ist aber sozusagen das eine Bedürfnis. Wir reden ja von ganz vielen verschiedenen Bedürfnissen am Theater. Die andere Geschichte, die ich spannend finde, zum Beispiel sowas, was du ansprichst mit dem Ticketing-System, ist, dass wir immer das Internet ja als so einen herrschaftsfreien Raum denken. Das ist es ja gar nicht mehr. Es ist einfach ein Raum, der sehr zu Monopolbildungen neigt und die Monopolbildungen werden sich auch beim Ticketing irgendwann durchsetzen. Wo ich auch nicht unbedingt davon überzeugt bin, dass sich das ja durchgesetzt, das ist ja klar. Dass das das muss keine gute Entwicklung sein. Und bei anderen Sachen ist das so, also man hat jetzt den Eindruck, die digitale Welt wird sofort dazu führen, dass eine unglaubliche Partizipation stattfindet. Auf der anderen Seite ist da aber auch eine Eingangsvoraussetzung in vielen Fällen, ich will nicht sagen bei allen, aber schon wenn ich von bestimmten Aktionen der Theater heute erreicht werden will, muss ich bei Facebook sein. Muss ich, wenn ich bei einem Tweet abteile, teilnehmen will, muss ich bei Twitter sein. Das heißt, ich bin auf der anderen Seite auch schnell dabei, mich bestimmten Regeln zu unterwerfen, denen ich mich vielleicht gar nicht unterwerfen will. Wir haben nach Kritik natürlich auch einen Facebook-Account, aber wir schlucken sozusagen, dass wir da alle uns diesen Facebook-Bedingungen unterwerfen müssen, was wir gar nicht so gerne tun.
interessant wäre dann daran zu forschen wiederum, wie kann man das möglichst herrschaftsfrei halten, um da solche Prozesse zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Es ist schwierig. Ich finde es aber wichtig, dass das Theater auch gerade in dem Sinne vielleicht manchmal gegen das Digitale oder bestimmte Herrschaftsstrategien im Digitalen seine eigenen Räume einfach behauptet. Und das können auch die dicken Eier im Stadttheater sein. Ja, danke. Und es ist kurz nach fünf bereits, ja. Deshalb würde ich mir erlauben, und das ist ja auch wie schon den ganzen Tag hier auch partizipativ gedacht, dass wir natürlich Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Eins schon gesehen, zwei schon gesehen. Und ich bitte nur um eins, weil wir wenig Zeit haben. Das Maximum wäre eine Minute für Kurzkommentar oder Frage, einfach, dass möglichst viele was sagen können. Ja, darum würde ich einfach höflich bitten. Das wäre super. Bitte schön. Sagen Sie Ihren Namen nur kurz und was Sie. Ja, Marc Nicolait, mein Name. Eine Frage, ich störe mich so an diesem Livestreaming. Ja, ist natürlich auch Pathos und das ist ein Thema seit Jahren und Fernsehen im Theater und so. Aber ich finde, ist es nicht, oder ist das auch eine Frage, denken Sie nicht, dass ein ganzheitliches digitales Konzept, in dem Theater, Kunst, Häuser, Museen ihr Daily Business zeigen und Leute einladen, auch hinter die Kulissen zu gehen, zu zeigen, wie funktioniert sowas eigentlich, ja, zu einer höheren Interaktion reist, als ein Livestream, der diametral der Mediennutzung ist. Kein Mensch guckt mehr Fernsehen um 20 Uhr, die Tagesschau, das guckt man in der Mediathek. Livestream ist jetzt schon out. Okay. Wir sammeln noch die zweite, damit wir ein bisschen zusammenfassen. Bitteschön. Hallo, mein Name ist Jakob Weiß. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, eine Online-Theaterplattform etablieren zu wollen. Die heißt superpolis.de, die Arbeitsprozesse dokumentieren, Marketinginstrument sein sollen, plus quasi künstlerische Ergebnisse veröffentlichen sollte. Ich bin seit 2 Jahren auf der Suche nach Geld. Ich habe alle möglichen Töpfe abgeklappert. Ich war als letztes bei Startnext. Nee. Wie heißt diese Wirtschaftsförderung hier in Berlin so? Die haben mir gesagt, sie fördern mich nicht, weil es ein Kunstprojekt sei und keinen wirtschaftlichen Kriterien entsprechen würde. Ich höre immer wieder, dass es Bedarf dafür gibt, aber wenn man sich konkret versucht, damit auseinanderzusetzen und Gelder zu akquirieren, scheidet man ganz schnell. Okay, Statement. Eins würden wir noch nehmen. Wer noch jemand? Bitteschön, da hinten. Ja, Mikro kommt. Nee, mach mit Mikro, kein Problem. Schon da. Hey, immer so laut. Was mich jetzt gerade in der Diskussion so ein bisschen gestört hat, wir reden darüber, Digitales in der Kunst und irgendwie läuft es immer darauf hinaus, dass da ein Computer auf der Bühne zu sehen sein muss oder ein Akteur auf der Bühne mit dem Computer interagiert. Was man dabei immer ganz schnell vergisst, ist, dass unsere Theater ja insofern schon digital sind, als dass wir mit ganz vielen digitalen Maschinen da arbeiten. Vom Tonpult zum Lichtpult zum Bühnenstellwerk, das ist doch alles schon digital. Also kann man ja nicht sagen, dass unsere Theater per se analog sind. Und das irgendwie verschlafen hätten. Irgendwie wollte ich jetzt mal nur noch in den Raum werfen. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Okay, vielen Dank. Also digitale Hardware im Theater schon lang vorhanden. Livestream ist out. Und es ist schwierig, Geld für Kunstprojekte zu kriegen. Nein, ich fasse mal schnell zusammen. Christian. Ich würde gerne zu dem Thema Livestreaming, ja, völlig d'accord. Es ging um ein Beispiel, natürlich zu zeigen, wie Theater und Netz oder wo eine Schnittstelle zwischen Theater und Netz bestehen kann. Natürlich gibt es viele andere. Trotzdem würde auch Ihr Vorschlag, dass man zum Beispiel auch filmt, was hinter den Kulissen und so passiert, rührt noch nicht, also da habe ich es falsch verstanden.
Abbildet. Okay, abbildet. Okay, abbildet. Es rührt trotzdem oder es beantwortet noch nicht die zentrale Frage, wo treffen sich die beiden denn künstlerisch? Und das, der Livestream ist sicherlich nur eine Möglichkeit oder überhaupt ein Stream unter vielen, sollte bei Weitem nicht erschöpfend sein. Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, habe ich vorhin auch versucht zu benennen. Natürlich thematisiert das Theater die, sag mal, digitale Revolution bereits. Es kann gar nicht anders, weil wir merken es alle, wenn ich mit meiner Tochter rede, merke ich es auch, unsere Gesellschaft verändert sich fundamental durch den Einsatz der neuen Medien und der sie ermöglichenden Technologien. Und wenn man diesen Satz von Dick Becker mal ernst nimmt, dass das Theater also der Ort sei, wo eine Gesellschaft in Gesellschaft ihren eigenen Funktionsprinzipien zuschaut, dann muss sich auch das Theater verändern in dem Moment, wo sich die Funktionsprinzipien verändern. Und das kann es auch mit seinen alleraltmodischsten Mitteln. Das ist gar keine Frage. Das Interessante am europäischen Theater ist ja, dass wir auf eine 2.500-jährige Geschichte zurückkommen und in dieser Geschichte mehrere Medienumbrüche stattgefunden haben. Sei es die Einführung der Schriftlichkeit vor 2.500 Jahren in Griechenland, sei es die Erfindung des Buchdrucks, sei es die Elektrifizierung des Theaters vor 200 Jahren. Und all diese Umbrüche haben sich im Theater abgebildet. Die haben das Theater sicherlich auch radikal verändert. Und das wird sicherlich auch die digitale Revolution tun. Das Problem ist, wir sind noch sehr am Anfang, wir stecken mittendrin und es ist sehr schwer, sozusagen eine Entwicklung von ihrem Ende her zu betrachten. Also wir können nicht viel anders machen, als so hilflos ein bisschen im Nebel stochern und gucken, was sich vielleicht als zukunftsträchtig erweist und was vielleicht nicht. Vielleicht ist auch die Idee mit dem Performance Spaces völlig bekloppt, mag ja sein. Nur ich fände es zum derzeitigen Zeitpunkt zu früh zu sagen, nee, da machen wir es einfach nicht. Und die Frage nochmal so, welche Rolle die Kulturpolitik da spielen könnte. Es ist jetzt natürlich auch einfach zu sagen, naja, YouTube hat jetzt so ein Ding dahin gebaut und das ist kommerziell, weil die wollen damit Geld verdienen. Das Theater und das Stadttheater zumal brüstet sich natürlich damit, dass es nicht kommerziell ist und eigentlich auch kein Geld verdienen muss. Das ist natürlich aber trotzdem eigentlich Quatsch und das wissen wir alle, weil ein Großteil oder eigentlich ausschließlich das Produktionsbudget der Stadttheater an der Kasse verdient wird. Und alles, was an der Kasse kein Geld einbringt, wird am Stadttheater äußerst ungern gemacht. Und insofern denke ich, würde es schon helfen, natürlich einerseits Theater finanziell so auszustatten, dass sie sich solche Performance Spaces leisten können und zum anderen vielleicht auch den kulturpolitischen Auftrag insofern nochmal anders zu formulieren oder zu überdenken, dass man sagt, naja, das Einkommen an der Kasse oder diese Zielvereinbarung, 220.000 Zuschauer im Jahr oder so, sind vielleicht nicht alles, was wir von einem Theater, von einem öffentlich geförderten Theater erwarten. Ich will vielleicht noch kurz einhaken, weil ich finde auch, man muss ja jetzt auch nicht die Stadttheater zwingen, digital zu arbeiten. Also ich finde, die können ja ihr Kerngeschäft, wie auch immer sie das auch verstehen, können sie ja machen. Aber es gibt halt im freien Bereich wirklich, wirklich hunderte von tollen Beispielen von Projekten, wo genau dieser Grenzbereich schon ausgetestet wird. Ich meine, das bekannteste ist Rimini-Protokoll. Wir hatten letztes Jahr im Apparat der Kriege von Lukas Matthä, es gibt Turbo Pascal, es gibt Che Icke von Gesine Dankwart, das Avatar-Theater. Es gibt wirklich, wirklich sehr gute, tolle Beispiele. Und da eigentlich nochmal wirklich Finanzen reinzustecken, weil da ist einfach ästhetisch, künstlerisch noch viel Musik drin. Also das vielleicht bevor ich zum Schlusswort überleite, wollte ich ganz kurz erwähnen, morgen, das hätte eigentlich heute stattfinden sollen, auch ganz kurz in Erwiderung zum Livestream-Kommentar von Marc Nicolait, wird Björn Lengers, ich glaube, er ist noch hier, toll, grüß dich Björn, wird Björn Lengers eine Technologie vorführen, die in der Entwicklung ist, die, ich glaube, dieses Argument außer Kraft setzt, dass durch einen Livestream der subjektive Blick des Zuschauers live eingeschränkt wird, weil die Kamera sozusagen entscheidet, wohin geschaut wird. Es handelt sich einfach um einen Roboter-Avatar, der sozusagen im Deutschen oder in irgendeinem anderen Theater sitzen könnte. Und ich sitze hier mit einer Brille und durch die Bewegung des Kopfes lenke ich diesen mit zwei Kameras ausgestatteten Avatar so, dass ich dort sitzen könnte und genau entscheide, also ich entscheide dann, wo ich hinschaue. Ich will immer sagen, wie du gesagt hast, Christian, es ist ein 100-Meter-Lauf und wir sind so gerade aus den Startblöcken raus und Bewertungsmanie von das ist schlecht oder gut, ist eigentlich zu dem Zeitpunkt, finde ich, wo die Forschung noch gar nicht richtig losgelegt hat, noch, also man verhält sich da eigentlich ein bisschen wie, als würde man ein Theaterstück rezensieren. Es ist aber eine Forschung, die stattfindet, wäre mein Gefühl jedenfalls.
aber gut, ich bin der Moderator, ich soll dazu eigentlich gar nichts sagen. deshalb stoppe ich jetzt auch. Ja, lieber Tim Renner, wir sind fast am Ende angekommen, weil ich weiß, der war jetzt aber Freudscher, ja, Entschuldigung. Ich weiß, du musst um 17.30 Uhr schon am Pariser Platz sein und die mexikanischen Botschafter und so weiter und so fort. Das heißt, dein Schlusswort. Vielen Dank. Also vielleicht räumen wir das Feld mal von dem Punkt auf, wo eben halt gesagt wurde, überhaupt die finanzielle Ausstattung von Stadttheatern, von Kultur. Klaro, da laufen Sie bei mir offene Türen ein. Aber es ist das gerade das Schwierige, eben halt im politischen Umfeld zu vermitteln, dass gerade in einer Zeit eines gesellschaftlichen und technologischen Umbruchs Kultur wichtiger wird denn je. Also wenn wir in dem Moment, wo wir eben halt überhaupt diesen Sprung schaffen wollen, von einer analogen Gesellschaft zu einer durchmischt analog-digitalen Gesellschaft, von einem Nationenbild, wo wir noch rauskommen aus dem 20. Jahrhundert, zu einer multinationalen Realität des 21. Jahrhunderts. Wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, dann brauchen wir mitten da drin Elemente, die moderieren, brauchen wir Identitäten, die neu aufgebaut werden. Und woher bitteschön sollen die kommen, wenn nicht aus der Kultur? Weil Kultur ist momentan die wahrscheinlich entscheidendste Investition in unsere Zukunft. Aber das zu vermitteln, meine Damen und Herren, ist verdammt schwierig und bedarf mehr als einer Kultur, die sich über Theater öffentlich fetzt, sondern eben halt bedarf es eines gemeinsamen Auftretens und eines gemeinsamen Selbstbewusstseins dahingehend, was Sie, was wir für diese Gesellschaft tun können. Da, wenn wir dicke Eier als Synonym nehmen für Selbstbewusstsein und Mut, da von mir aus kann man dann dicke Eier haben. Aber das Letzte, was es momentan braucht, ist das, was ich unter dicke Eier verstehe, das ist Platzhirschengehabe, Verdrängungswettbewerb, Reviermarkierung. Das brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen jetzt gerade eine gemeinschaftliche Bewegung und eben halt gerade dieses gemeinschaftliche Denken, dies in, wie man jetzt so schön neudeutsch sagt, in Communities agieren, sich viral vernetzen, die Bälle ganz schnell hin und her spielen. Das ist das, was unter anderem Digitalität vermittelt und auch unterliegend hat. Und gerade dann, wenn sie schon von den Hardwarestrukturen in den Theatern gegeben ist, wird es umso wichtiger, dass wir sie aufnehmen und eben halt nutzen in der Art und Weise, wie wir erzählen. Da bin ich auch komplett bei dem Nachfrager, der eben halt dann gefragt hat, ey Livestream, das ist doch ziemlich boring. Ja, ist es. Livestream ist auch als erstes genannt worden, übrigens, weil es rechtlich noch das aller einfachste ist. Wenn in dem Moment, wo ich nichts dokumentiere, sondern es wirklich nur live da ist, komme ich am einfachsten rechtlich durch. Aber völlig klar, das ist suboptimal. Entscheidend wird sein, die Leute zu vernetzen. Ich erinnere mich gerne an die letzte Diskussion, die ich ja vorhin schon genannt habe, hier bei Böll. Da haben wir vorher Psychose 448 geguckt und eigentlich, also erstmal war es zwar ein guter Livestream, aber fast spannender war der Versuch danach, die beiden Publikumsbereiche in Verbindung zu setzen, die in Dortmund und die hier dies bei Böll gesehen haben. Also da hat man eigentlich gemerkt, da wird es plötzlich richtig spannend. Dort, wo ich eben halt eine Brücke baue zwischen zwei Orten und eine Brücke baue zwischen zwei Arten der Kulturkonsumption. Und wie hat das der eine empfunden? Wie hat es der andere empfunden? Da sind auch noch Momente drin, die, glaube ich, auch nochmal zu ganz neuem Erkennen führen können. Insgesamt freue ich mich auf das Brandenburger Tor und die Eröffnung einer Ausstellung dort, die ich gleich vornehmen werde. Aber ich freue mich noch viel, viel mehr darauf, mit euch, mit Ihnen dafür zu kämpfen, dass wir einfach mehr Mittel und mehr gemeinsamen Ansatz finden, um das zu nutzen, was momentan im digitalen Raum da ist, um es zu nutzen, um noch viel mehr zu zeigen, dass das, was hier getan wird, das, wofür Sie wirklich wahnsinnig viel Herzblut reingeben, hochrelevant ist. Relevanter denn je. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Wolfgang Behrens, bei Christian Holzhauer, bei Franziska Werner und bei Tim Renner. Für morgen sage ich schnell an, weil jetzt geht es einfach weiter mit, wir trinken unten was, Alkohol fließt in Strömen, umsonst. Morgen früh geht's weiter, um 11 Uhr, Matthias Lilienthal hier, dann Sessions mit Apa Chilling, mit dem Theater Inno 99 aus Estland, Cem Özdemir wird hier sein, Amelie Teufelhardt ist hier auf dem Podium, das heißt, viele, viele bekannte Gesichter. Die Frage heißt, Theater, Politik, Player oder Plattform? Wir freuen uns, Sie morgen wieder hier zu sehen. Trinken Sie noch ein kleines Bier mit uns. Vielen Dank.